echt reich. Redet nicht mehr miteinander. Unteilbar, steht auf eurem großen Spruchband. Man muss seine Rechte durchsetzen. This is my heaven. Ich begrüße euch zur ersten Ausgabe des Videomagazins Das bin ich, gefördert durch die Aktion Mensch. Es erwarten euch 10 vielfältige Film-, Foto- und Musikbeiträge. Stell dir vor, du hast eine Behinderung, du rufst bei deiner Krankenkasse an und keiner spricht mit dir. Das gibt's doch gar nicht, denkst du? Linus ist es passiert. Das Telefonat wurde plötzlich beendet. Und zwar 2-mal hintereinander. Wir haben die Szenen für euch nachgestellt und die Stimme des Beraters nachgesprochen. Was sagt der Vorsitzende des Berliner Behindertenverbands Dominik Peter dazu? Er nimmt Stellung. Echt reich an der Autolinie. Ich war wütend und enttäuscht. Angaben von Ihnen. Bitte halten Sie dazu Ihre Versichertennummer bereit. Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf barmer.de unter dem Stichwort Datenschutz. Zunächst aber erstmal zu Ihrem Anliegen. Über welches Thema möchten Sie mit uns sprechen? Online-Zugang, Barmer. Worum geht es? Ein Stichwort genügt mir schon. Online-Zugang. Sagen Sie mir einfach kurz, worum es bei Ihnen geht. Mein Online-Zugang geht nicht. Ich verbinde Sie jetzt mit einem Kundenberater. Bleiben Sie im Anschluss einfach in der Leitung, um an einer kurzen Befragung teilzunehmen. Wir möchten unseren Service für Sie verbessern. Ihre Meinung zählt. Jetzt sind Sie gleich dran. In weniger als einer Minute. Barmer, was kann ich für Sie tun? Hallo, mein Name ist Linus Bade. Und zwar Vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Sie können uns jetzt mit den Schulnoten 1 bis 6 mitteilen, wie Sie unseren Service bewerten. Geben Sie uns zum Beispiel eine 1, wenn Sie mit unserem Service voll und ganz zufrieden sind. Teilen Sie uns mit einer 6 mit, wenn Sie unzufrieden sind. Der hat mich einfach aufgeregt, der Arzt. Ihre Wartezeit bis zum Gespräch. Alter, leck mich. Und nochmal. Schnell und sicher weiterhelfen zu können, brauchen wir im weiteren Gespräch ein paar Angaben von Ihnen. Bitte halten Sie dazu Ihre Versichertennummer bereit. Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf barmer.de unter dem Stichwort Datenschutz. Zunächst aber erstmal zu Ihrem Anliegen. Über welches Thema möchten Sie mit uns sprechen? Online-Zugang, Barmer. Okay, es geht um die Familienversicherung, ja? Nein. Worum geht es denn dann? Online-Zugang. Bitte sagen Sie mir jetzt Ihre Versichertennummer. Sie beginnt mit einem Buchstaben, gefolgt von 9 Ziffern. Cool. Die Versichertennummer, um die es geht. Die Nummer finden Sie auf Ihrer Versichertenkarte oder oben rechts in unserem Anschreiben. Q0. Ich verbinde Sie jetzt mit einem Kundenberater. Bleiben Sie im Anschluss einfach in der Leitung, um an einer kurzen Befragung teilzunehmen. Wir möchten unseren Service für Sie verbessern. Ihre Meinung zählt. Barmer, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Sie haben mich einfach auf... Vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Sie können uns jetzt... Alter! 1 bis 6 mitteilen, wie Sie unseren Service bewerten. Alter, Scheiße! Eine 1... wenn Sie mit unserem Service voll und ganz zufrieden mit, wenn Sie unzufrieden sind. Los geht's. Wie empfanden Sie Ihre Wartezeit bis zum Gespräch? Scheiße! 6! Bitte verwenden Sie die Schulnoten 1 bis 6, um zu bewerten, wie Sie die Wartezeit empfunden haben. 6! Die Beratung war freundlich. Nein! Welche Schulnote würden Sie als Gesamtwertung für das Gespräch vergeben? 6.
verwenden Sie bitte die Noten 1 bis 6, um uns mitzuteilen, wie Sie das Beratungsgespräch insgesamt bewerten. 6! Konnte Ihr Anliegen vollständig gelöst werden? Nein! Einfach mit Ja oder Nein. Nein! Wurden Sie über weitere Leistungen und Services der Barmer informiert? Nein! Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die Barmer einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? Bitte nennen Sie einen Wert zwischen 0, sehr unwahrscheinlich, und 10, sehr wahrscheinlich. 1. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bitteschön! Alter! Ich war natürlich enttäuscht und entsetzt und hatte, also ich habe es mir selber 4-5 Mal angehört, weil ich das nicht geglaubt habe. Ja, wie ich schon sagte, gerade in der Krankenkasse, die für kranke und behinderte Menschen ist, unter anderem kann da echt dreist eine Autonomie. Ja, Linus, ich war absolut geschockt, als ich diese Mitschnitte mir angehört habe, weil es ist eine derartige Diskriminierung, die so tief sitzen kann bei jemandem, der da anruft. Das kann man sich, glaube ich, als Außenstehender kaum vorstellen. Und vor allem kann man sich kaum vorstellen, dass das in der Bundesrepublik im Jahr 2021 passiert. Und ich glaube, das Erschreckende ist es auch noch, dass es bei einer Krankenkasse passiert. Ja. Deren Geschäft ist, einfach mit kranken Menschen zu tun zu haben. Ja. Und so wenig Sensibilisierung bei einem Callcenter-Mitarbeiter zu haben, das ist absolut erschreckend. Das hat mich auch am meisten erschreckt. Ja. Vor allem, man muss ja auch davon ausgehen, dass Mitarbeiter einer Krankenkasse, die im Callcenter arbeiten, ja nicht nur beigebracht bekommen, wie sie ein Headset aufsetzen, sondern wie sie mit Menschen umzugehen haben. Das ist ja das A und O in einem Callcenter. Und wenn ich mir dann überlege, dass ein Mitarbeiter in einem Callcenter so handelt, hat der überhaupt keine Schulung bekommen? Haben sie den frisch auf der Straße eingefangen? Oder ja, da haben sich mir die Nackenhaare gesträubt. Wir haben natürlich auch die Barmer um eine Stellungnahme gebeten. Wir möchten uns sehr dafür entschuldigen, wenn es zu einem Versagen unseres Sprachdialogsystems gekommen ist. Der vermittelte Eindruck deckt sich nicht mit unseren bisherigen Erfahrungen. Danach sind die bei uns zum Einsatz kommenden Systeme hochwertig, gerade auch in Bezug auf eine Spracherkennung. Aber was mich interessieren würde, ist, Linus, ist es dir zum ersten Mal sowas passiert? Also beim Telefonieren eigentlich, dass er direkt auflegt zum ersten Mal. Also ich habe immer Angst beim Telefonieren, wie reagiert die andere Person. Aber so krass habe ich da auch noch nicht erlebt. Ich sag immer, jeder von uns kann mal einen schlechten Tag haben. Ja. Aber das ist ein anderer Punkt in dem Moment, wo ich mit Menschen am Telefon zu tun habe. Man hätte ja sagen können, ich verstehe sie nicht so gut. Tut mir leid, wenn du. Genau das hast du richtig erkannt, das hätte der Sachbearbeiter oder der Callcenter-Mitarbeiter auf alle Fälle machen müssen. Also ich war zuerst total sauer. Also ich war geschockt und sauer. Eine Art der Diskriminierung der härtesten Form und der härtesten Art, die sanktioniert werden müsste mit dem härtesten Schwert, was man hat. Weil es ist auf keine Art und Weise in irgendeiner Form tolerabel.
Gerade in Zeiten von Corona, wo man nicht schnell mal zur Barmer in die Geschäftsstelle gehen kann, um seine Probleme zu lösen. Ich überlege ja immer schon, muss ich da anrufen oder kann da irgendeiner für mich machen, weil ich schon immer Angst habe, okay, wie reagieren Leute auf mein Dasein. So. Gerade wenn man mich nicht kennt und mich noch nie gesehen hat ich schon ein unsicheres Gefühl. So. Diese Erfahrung wird mich nicht abhalten, das wieder zu tun, weil dafür bin ich da und das Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile. Aber ich hatte auch Phasen in meinem Leben, bis ich 15 war, da konnte mich nur ein Mensch sagen, ey, das macht man nicht. Und ich war total fassungslos, weil ich überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte. Und wenn dieses Gespräch zu dieser Phase gewesen wäre, hätte mich das monatelang, jahrelang mitgenommen. Und wer weiß, wenn ich das nächste Mal telefoniert hätte. Das heißt, du hast ja eh schon deine Hemmschwelle, die du überwinden musst, dort anzurufen. Und wenn dann sowas noch passiert, dann tut es natürlich sein Übriges und erhöht die Hemmschwelle. Und so geht es vielen jungen Menschen mit Behinderung, die gerade realisieren, wohin mit meinem Leben, ich kann das nicht und ich bin Opfer und so. Da ist eine ganz normale Phase und so eine Erfahrung in dieser Phase zu kriegen, ist für manche lebensprägend. Bei Krankenkassen muss es halt auch eine Hotline geben, wo man als behinderter Mensch drangenommen wird. Ich habe noch ein drittes Mal angerufen. Ich habe direkt nach dem Abschluss meiner Assistenz gebeten, das Telefonat zu führen. So. Weil ich in dem Moment einfach fertig war und irgendwie kein Bock hatte, das nochmal zu erleben. Da ging eine andere Person rein. Ich habe dann irgendwann übernommen und sie sagte, er kann auch selber reden. Sie müssen nur zuhören. Und dann meinte sie, ja, kein Problem, wir gucken mal. Also so eine Leute gibt's auch. Und diese Person, die hat mir super geholfen, ich habe ihr alles, was ich wollte. Und ich habe nochmal gefragt, was das soll. Warum Mitarbeiter mir einfach aufnehmen. Sie hat gesagt, dass momentan die Sprachleitung bisschen gestört ist wegen der vielen Anrufe. Ich sehe das als dreiste Ausrede. In solchen Callcentern sollten Menschen mit einer Behinderung arbeiten. Wieso nicht auch eine Hotline einzurichten für Menschen mit Behinderung? Ich glaube, wir sind in der Behindertenbewegung nicht mutig genug, mehr zu fordern. Das sollte selbstverständlich sein.
Jeder sollte sich die Zeit nehmen und kein Problem damit haben, wenn einer nicht so gut reden kann. Gerade bei Krankenkassen. Ja. Nun zeigen wir euch einen kleinen Trickfilm. Viele verschiedene Tiere versammeln sich und demonstrieren für ihre Rechte. Titel des Films: Fight for your rights. Kämpf um deine Rechte. Die Bühne, ein auf der Seite liegender Karton. Es liegen getrocknete Blüten und Blätter, Fossilien und Steine auf dem Boden. Von der Decke schaukelt ein handgeschnitztes Faultier, dem ein Arm fehlt. Drei Cocktailspieße aus Holz, zwei davon sind Papageien, einer ein Fisch. Es tauchen Tierfiguren und stilisierte Menschen auf. Sie kommen von hinten und von der Seite auf die Bühne und marschieren nach vorne aus der Bühne heraus. Eine Elefantenherde, Schafe, ein Holzpferd, dem ein Bein und ein Schwanz fehlt, werden gezeigt. Die Bühne ist voller Tiere und Menschen und Blumen. Sie tragen einen Regenbogenbanner, auf dem steht: We fight for complete rights. Wir kämpfen für vollständige Rechte. Adrian bekam jahrelang vom Jobcenter nur Jobs in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Doch das wollte er nicht mehr. Er hat eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden. Adrian hat's geschafft. Yvonne und Uli haben mit ihm darüber gesprochen. Bist du in einer Werkstatt oder wo arbeitest du denn jetzt? Ich arbeite. Ich bin jetzt bei der Berliner Stadtmission auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ich war in 10 Werkstätten oder so. Also in allen Werkstätten, was es in Berlin jetzt gibt, war ich in allen. Ich habe einfach jahrelang dafür gekämpft, halt rauszukommen. Und habe es jetzt auch geschafft, dass ich meinen ehemaligen Betreuer, das ist so eine Organisation, bin ich da jetzt rausgekommen. Und warum wolltest du unbedingt raus? Erstens, Fahrweg 2 Stunden hin. 2 Stunden zurück, schon mal 4 Stunden. Arbeitszeit war von 7.15 Uhr bis 15.45 Uhr, also bis kurz vor 16 Uhr. So, und dann war ich um 18, 19 Uhr zu Hause und den ganzen Tag schon wieder vergessen. Und dann konnte ich halt noch nicht mal meine Aufgaben wirklich machen, weil von der Zeit schafft man es nicht. Ich musste von Spandau bis nach Marzahn fahren und deswegen habe ich gesagt, ne, Feierabend. Und das dann nach 1,5 Jahren oder so. Und ich, ich hatte keinen Bock mehr. Und was machst du jetzt? Kleiner Container. Leer ich mit einem Arbeitskollegen, also Spenden für Obdachlose, lernen wir die kleinen Container und Wohnungsauflösungen von Leute, die halt, glaube ich, verstorben sind oder in Altersheim gekommen sind. Und das war's dann. Wie lange arbeitest du jetzt? Tagsüber? Ja, arbeite ich meistens schon so 10 bis 11 Stunden oder so. Länger, als wie ich eigentlich bezahlt werde. Ich werde nur 25 Stunden bezahlt, also für die ganze Woche. Aber ich arbeite natürlich drüber, weil wir es ja nicht schaffen. Zeitlich also, sonst. Wird Überstunde dann bezahlt? Nee. Es wird mir als freien Tag mal oder sonst was oder irgendwie so als Ausgleich. Aber das ist ja auch kein richtiger Ausgleich eigentlich. Aber was soll ich machen? Die Arbeit liegen lassen, sagen ja, die Arbeitszeit ist rum. Und dann, es geht ja auch nicht. Auf jeden Fall bin ich glücklicher, weil
Erster Arbeitsmarkt ist erstens bessere Kollegen draußen an der frischen Luft. Ja, Umgebung. Ja, das ist halt viel, viel besser. Und genau das, was ich mir auch gewünscht habe, habe ich erreicht. Und jetzt suche ich ja jetzt schon eine Wohnung, weil dann kann ich nämlich nächstes Jahr ausziehen aus der WG, weil deswegen habe ich auch gekämpft. Und kann halt nächstes Jahr ausziehen, eigene Wohnung. Und gehe halt arbeiten ganz normal. Und dann lebe ich mein Leben wie jeder normale Mensch. Und die Bezahlung ist soweit okay, dass du damit klarkommst? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so eine Arbeit, wie ich mir vorstelle, da ist Teamwork dann auch wichtig. Ja, das ist LKW, Aufladen, Hubwagen, übelst viele Boxen und Abladen und LKW komplett ausladen, wenn der leer ist, anpacken und Kraft und macht man dieses Geld für Fitnessstudio, ne? Wo wohnst du jetzt? Ich wohne in Kreuzberg, U-Bahnhof Kreuzstraße. Da wohne ich jetzt in der WG bis jetzt. Aber ich bin ja jetzt schon auf der Suche. Also von daher hoffe ich mal, dass es jetzt nicht allzu lange dauert und dass ich der nächste ausziehen kann. Wenn du jetzt jemand anders einen Tipp geben würdest, was würdest du dem für einen Tipp geben? Man sollte halt für seine Ziele kämpfen und es halt nicht aufgeben. Das, was ich immer gesagt habe. Man soll dranbleiben, kämpfen, ansonsten erreicht man nichts und ja, man bleibt dann immer auf der gleichen Stelle, wenn man nicht kämpft. Und man muss seine Rechte durchsetzen, die man hat. Egal, ob man behindert ist oder nicht. Silja ist blind. Sie zeigt uns in ihrer Rubrik Blind in Berlin, wie sie ihr alltägliches Leben als blinder Mensch organisiert. Heute zeigt sie uns, wie sie mit ihrem Langstock über die Straße kommt. Der Verein Miteinander ohne Grenzen e.V., MOG 61, kocht und verteilt Essen und andere Dinge des alltäglichen Lebens an obdachlose und bedürftige Menschen. Marie war bei der Verteilung dabei und hat mit den Menschen gesprochen. Also man sieht, das gibt es jetzt so noch eine Schlange, die nicht groß ist. Schmeckt das Essen ihr? Ja. Ja, ich selber gibt es immer mehr. Ja. Wohnst du auf der Straße? Nein, ich habe eigentlich ein Zimmer gekriegt, aber ich bin eigentlich ein Straßenköter. Was macht ihr jetzt? Ich habe eine mobile Verteilung. Ja. Das sind die Lunchpakete. Ja. Wir gehen im U-Bahn unten. Donuts. Was machst du? Ich helfe hier nur auf beim Kaffee und Tee ausgeben. Ah. Und wie findest du diese Aktivität hier? Also super, ja. Unterstützenswert auf jeden Fall. Wie lange machst du das schon? Nicht sehr lange. Also seit diesem Winter bin ich da bei uns. Magst du noch Zucker dazu? So, einmal Ingmar, bitteschön. Also ich bin der Matze von Radtour für Obdachlose und wir machen ja hier diese ganzjährige Verteilung von Donnerstag bis Sonntag hier am Hermannplatz direkt und wir haben ja jetzt auch mit dem Nachbarschaftshaus und solidarischen Kreuzberg forcieren wir zusammen und haben Küchenmöglichkeiten zum Kochen, damit wir halt auch in größeren Mengen und nicht mehr da aus privat zu Hause kochen müssen und so. Donnerstag bis Sonntag, da bist du im Durchschnitt 35 Stunden schon mit dabei, wenn du mit beim Kochen, bei der Verteilung oder vielleicht Nacharbeit noch. Also wir sind insgesamt, sag ich mal, 8 Leute, die auf jeden Fall die Küchentätigkeiten machen, alles drum und dran. Und wir versorgen hier im Durchschnitt mittlerweile täglich 80 bis 140 Leute. Es macht jede Menge Spaß, die Leute zu helfen. Und von meinem Aspekt her gesehen ist ja auch das Wichtige, weil ich die Eigenerfahrung von der Straße habe, weil ich selber das Leben durchgemacht habe dort und so. Gefällt dir das Essen ihr?
Es schmeckt sehr gut, das Essen. Deswegen komme ich hierher. Und der Kakao, der wärmt auch fürs Herz. Ja. So. Wie oft kommst du hier? Freitag, Samstag und den Nachmittag, Sonntag um 3 Uhr. Gestern, also vorgestern gab es fast 300 Donuts. Sieht aber lecker aus. Das sind Donuts, ne? Und sind die Leute hier nett zu dir? Ja, nett. Und wie oft kommst du hier? Every week. Wir sind heute wieder nach Hermannplatz und wir wollen FFP2-Masken verteilen. So, jetzt sieht man, da die Schlange ist schon lang. Und es gibt schon Leute, die warten. Eine Decke, das ist eine Decke? Schön. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, kann ich dir eine FFP2-Maske auch dazu geben? Gerne. Ich habe jetzt gerade eine Unterkunft im Wohnheim bekommen. Zum Glück, also. Kommst du oft hier, um zu essen? Gefällt dir das Essen? Ja, auf jeden Fall super. Okay. Ist sehr lecker auch. Ja. Finde ich sehr nett, sowas. Super. Ich bin Frankie. Ich bin durch falsche Freunde auf Drogen gekommen. Aber ich habe es teilweise geschafft, mein Leben wieder in die Reihe zu kriegen. Ich habe jetzt einen MAE-Job gefunden. Ich bin zwar trotzdem noch teilweise obdachlos, suche gerade ein Übernehmenswohnheim, aber ansonsten bin ich praktisch clean, weil ich in der Substitution bin. Finger weg von Drogen, Leute, nimmt keine Drogen, das zerstört nur das Leben. Du wolltest vorhin eine Decke haben? Ja, bitte. Darf ich diese Sonntag umgeben? Ja, natürlich. Ja. Ich danke vielmals für solche Leute, die uns helfen. Ja. Soll ich mal Fahrdienst übernehmen? Und helft der Marie, Sachen zu transportieren und Sachen zu fahren. Und was möchtest du noch haben? Einmal Toilettenpapier, ist aber ganz gut. So, da haben wir eine Tanke gesehen. Wenn ihr heute verzahlen wir FFP2 Maske okay. Und Hygieneartikel, dann gebe ich dir. Dankeschön. Und dann gebe ich dir dann auch so das hier, das ist eine Decke. Ja, bitte verkauft. Okay, danke. Gerne. Ach, danke, 10%, danke. Genau, eine sehr schöne Tasche. Ja. Eine Mocktasche. Und dann kannst du deine Sachen rein. Dankeschön. Ich lebe noch aufs Kreuz und hier ist keine Arbeit. Ich bin Bulgarisch. Wie lange lebst du in Deutschland? 14 Jahre. 14 Jahre? 14 Jahre, und, ja. Wieso auf der Straße? Aber ich bin nicht, aber ich lebe auf der Straße. Was machen wir heute? Wir verteilen zusätzlich zu dem Essen noch Sachen, die wir noch in unserem Fundus haben, angefangen von Zahnbürsten, Toilettenpapier, ein paar Handseifen haben wir noch, Desinfektionsmittel, wer mag, es gibt noch warme Decken. Und ein paar Sachen für Frauen, genau, die es nötig haben. Das ist super. Das ist unsere Mission heute. Ja. Und ihr habt FFP2-Maske. Ja, genau. Dann nimmst du die Decke mit? Ah, danke. Decke? Gerne. Ja, das ist sehr schwer, ne? Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und Sie wollte auch so Zahnbürste, Zahnpasta? Willst du noch eine Zahnbürste, eine Zahnpasta mitnehmen? Ja, bitte. Ich bin Petra, bin 60 Jahre alt. Ja, liebe mit meinem Verlobten im Obdachlosenheim und war die ganze Zeit auch arbeiten, aber durch Insolvenz bin ich auch natürlich im Insolvenzverfahren gekommen mit meiner Chefin und jetzt ja nebenbei irgendwie ab und zu muss ich leider, bin ich ehrlich, auch mal anschaffen gehen. Ja, ansonsten versucht man ja zu überleben, ne? Nee, durch Corona ist es schlimmer geworden, finde ich. Vorher ging es mir besser. Ja, und jetzt ist man ja eingeschränkt. Das ist das Problem. Aber sonst, ja, es wäre besser, wenn die Hilfsmittel auch für die Hilfsbedürftigen, zum Beispiel die vom Hartz IV bekommen und so. Denn die Pandemie haben wir jetzt und nicht erst im Mai. Ja, bin ich ganz ehrlich. Also, die Politiker müssen vielleicht ein bisschen mehr für ihre Bürger tun. Ja.
um ganz ehrlich zu sein. Ja. Und wir wollen jetzt in die U-Bahn gehen und für obdachlose Menschen ein paar so Lunch-Brunch-Pakete verteilen. Dann ab in die U-Bahn. Die Gehörlose Begümhan zeigt uns in ihrem Gebärdensprachkurs für Hörende verschiedene Gebärden. Diesmal bringt sie uns die Buchstaben des Alphabets in Gebärdensprache bei. Beim Fotokurs des Medienprojekt Berlin entstehen regelmäßig interessante Fotos zu verschiedenen Themen. Wir zeigen euch 5 Bilder der Teilnehmenden zum Thema Glück. Ich möchte anfangen mit einem Foto von Nauer. Unteilbar steht auf einem großen Spruchband. Für eine offene und freie Gesellschaft steht drauf. Da sind links und rechts nach oben gereckte Hände. Auf diesem weißen Transparent und im Hintergrund sieht man unter verschiedenen Fahnen und Plakaten Menschen vereint, die hinter diesem Plakat herlaufen. Ich habe das Bild ausgewählt, weil ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass es halt eben sehr schön ist, gemeinsam Sachen zu machen. Und das bedeutet letztendlich auch Glück für mich, dass wir zusammen an einen Strang ziehen und somit die Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Im Vordergrund ist so ein Schwan, der nach unten schaut, so eine Keramik, die bepflanzt ist, also so ein Pflanztopf mit Primeln. Und dann links daneben ist ein Stein mit drei Vögeln, auch so eine Keramik. Und dahinter steht auch ein Pflanztopf mit Nelken, würde ich sagen, so in rosa und in weiß. Und da drin stecken dann so eine Solarlampen. Sieht dann noch die Bepflanzung an dem metallenen Gitter. Sind auch noch mal Riemeln. Früher gepflanzt. Blumen. Mein Freund macht das immer. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, dann macht er die Blumen immer alle fertig. Wir haben eine Fotografie von Uli. Ein junger Vater mit einem ganz, ganz jungen Kind, ein Baby auf dem Bauch, mit einer Decke bedeckt, in so Sepia. Tönen, glücklich da liegend. Das ist eine ganz entspannte Situation wohl gerade. Und beide sind so mit so einer rollenden Decke bedeckt. Das ist mein bester Freund, der Engelbert, und sein Sohn, der im Jahre 1980 geboren wurde. Er heißt Jonas und wie der Zufall es will, lebt er jetzt in Berlin und ist ein Fotograf geworden. Das nächste Bild ist von Katrin. Katrin hat ihre Wohnung fotografiert. Man sieht im Hintergrund ein Regal mit Büchern und DVDs und einer Uhr in der Mitte. Links sieht man eine Puppe und eine kleine Figur, rechts eine Pflanze. Dann sind da CDs, Bilder im Bilderrahmen, Fotografien und zwei bequeme Sessel davor. Ich finde, Assistenz ist eine gute Sache für Behinderte. Und ja, ich finde es immer super, dass ich in meiner eigenen Wohnung leben kann. Das sind so wassersprühende Elefanten. Da sieht man Regenbogen im Sprühnebel der Fontänen.
Und ja, das ist alles so eingefasst mit einem Metallzaun, der flach ist. Und davor sieht man eine Bank und da verschiedene Einkaufswagen und die Habseligkeiten wahrscheinlich von zwei Obdachlosen. Und im Hintergrund sieht man da auf diesem Wasserplatz ganz viele Kinder und die Eltern dazu. Mhm. War vor zwei Jahren am Sommer und da hat eine Freundin gesagt, oh, sehe, da ist ein Regenbogen auf diesem Wasserfall. Ich liebe Wasserfälle, also auch an Springbrunnen. Und dann dachte ich, oh, muss ich fotografieren, weil es war so eine schöne Atmosphäre, fand ich. Spaltet Corona die Gesellschaft? Jung gegen alt? Behinderte Menschen gegen nicht behinderte Menschen? Wie umgehen mit den Corona-Leugnern? Doris denkt laut darüber nach, ob die Corona-Pandemie Einfluss auf den Inklusionsgedanken hat. Ein Kommentar. Zu Beginn der Pandemie sah es noch so aus, als ob die Gesellschaft näher zusammenrücken würde. Alle wollten gemeinsam gesund aus der Pandemie kommen. Leider wurde immer wieder betont, dass die Jungen, Gesunden, Fitten, die Alten, Menschen, die Menschen mit Vorerkrankungen, die Menschen mit Behinderung schützen müssen. Die Gesellschaft wurde gespalten in gesunde, junge Menschen und in die alten, gebrechlichen Menschen mit Einschränkungen, andersartige halt. Heute geht es so weit, dass es auf der einen Seite die sogenannten Covioten gibt, auf der anderen Seite die sogenannten Schlafschafe. Jetzt wird Gesellschaft weiter gespalten in Impfbefürworter und Impfgegner. Die Menschen werden wieder mehr in Schubladen gesteckt. Man redet nicht mehr miteinander. Das Misstrauen der Menschen untereinander wächst. Respekt den anderen Menschen gegenüber, eine der Grundvoraussetzungen für Inklusion, eine absolute Fehlanzeige heutzutage. Ich muss die Meinung des anderen ja nicht akzeptieren, aber ich muss ihm eine Chance geben, seine Meinung und seine Argumente darzulegen. Ich muss ihm zuhören, genauso wie er mir zuhören muss und meine Argumente sich anhören muss. Dann kann man es eventuell abwägen und eventuell seine Meinung ändern oder auch nicht. Nicht diskutieren kann ich natürlich mit den Corona-Leugnern, Querdenkern, Verschwörungstheoretikern, Menschen, die den anderen Menschen die Menschenwürde und das Menschenrecht absprechen, die unsere Demokratie abschaffen wollen und dafür ein totalitäres Regime einführen wollen. Heute sind wir von einer inklusiven Gesellschaft, von der wir eigentlich alle träumen, weiter entfernt als je zuvor. Der 5. Mai ist Protesttag für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Redaktionsmitglieder des Videomagazins haben während einer Online-Redaktionssitzung einige Forderungen formuliert. Möchtest du dir was wünschen für den Europäischen Protesttag? Ich fordere, dass Frauen mit Behinderung genauso bezahlt werden wie Frauen, die nicht behindert sind. Und dass Frauen mit Behinderung die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten haben wie Frauen, die ohne Behinderung sind. Ich fordere, dass alle Menschen, Männer, Frauen, egal welcher, egal wozu sie gehören, Behinderte, Nichtbehinderte, Pflegebedürftige, Junge, Alte, den gleichen Zugang zum gesellschaftlichen Leben erhalten. Ich fordere für junge Menschen mit Behinderung einen inklusiven Übergang zwischen von der Schule zur allgemeinen Arbeitswelt auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Ich fordere, dass die pflegenden Angehörigen besser finanziell und personell unterstützt werden. Außerdem habe ich an die Gesellschaft eine allgemeine Forderung und Erwartungshaltung, und zwar, dass sie, bevor sie irgendwas machen und denken, uns mitdenken. Ich fordere automatisches Bleiberecht und beste medizinische und soziale Versorgung, Wohnraum, Bildung, Teilhabe für alle chronisch Kranken, Traumatisierten und Behinderten, egal wo sie gerade herkommen und unabhängig davon, wie lange sie in Europa sind. Ich fordere die komplette Gleichbehandlung Nichtbehinderter mit Behinderten und auch die volle Gleichberechtigung. Eine meiner Forderungen ist, dass beim Bau von neuen Wohnungen gleichzeitig auch an die Einrichtung von Parkplätzen für Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen gedacht wird. Dass die Parkplätze sofort eingerichtet werden, dass man da nicht erst drum kämpfen muss. Und dass solche sogenannten Behindertenparkplätze nicht so schwer erreichbar sind durch die bürokratischen Hürden. Ich bin weiterhin für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Es hat ja angeblich Fortschritte gegeben in den letzten Jahrzehnten. Ich fordere, dass alle Filme, die es im Fernsehen, im Kino, im Internet gibt, mit Audiodeskriptionen versehen werden und auch mit Untertiteln. Ich fordere den Abbau von bürokratischen Hürden bei der Antragstellung von Hilfsmitteln und persönlichen Budget. Und diese Anträge sollen innerhalb von 4 Wochen von der Behörde beschieden werden. Ich fordere, dass in den Behörden Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen oder Sozialarbeiterinnen Fallmanager eingestellt werden, die gerade eben für Menschen, die Schwierigkeiten haben, bei Behördengängen diese Leute dann unterstützen. Das war super. Applaus. Zum Abschluss noch etwas Musik. Wir haben ein Musikvideo mit einem nachgespielten Lied von Elvis Presley aufgenommen. Viel Spaß mit dieser Fassung von This Is My Heaven. This is my heaven, being here with you. Make it last forever. This is my heaven, it's a dream come true. Make it last forever. Come to me now and take my hand. This is a paradise I planned. You're like an angel sent from up above. Let's stay close together. You brought me heaven when I shed your love. Make it last forever. Come to me now and take my. A paradise I planned. You're like an angel sent from up above. Let's stay close together. You brought me heaven
when I shed your love. Make it last forever. Das war die erste Ausgabe des Videomagazins Das bin ich. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn du Lust hast, selber einen Film zu einem Thema zu drehen, melde dich beim Medienprojekt Berlin. Dort bekommst du Tipps und Hilfe. Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von Das bin ich.